Also will noch einmal willkommen zu diesem Talk. Das ist Leo Findeisen und Markus Zimmermann. Leo ist ein Forscher, der auf der Social Community über konstruierte Sprachen sein, das könnte Python sein, aber auch Esperanto. Er arbeitet an der Kunstgeschichtlichen Akademie in Wien. Er war der Keynote-Speaker bei der Ars Electronica und bei der Transmediale und bei der Republika. Markus hat Computerwissenschaften in Berlin studiert. Er hat Architektur in Wien studiert, Buenos Aires und Shenzhen. Hat in verschiedenen Projekten teilgenommen und Ausstellungen und Lectures. Und wir werden uns heute einführen in die Welt der Kunst und werden sich vor allem hier spezialisieren auf die Fluxusbewegung und was sind die Motive der Fluxusbewegung und ihre Ideologie von damals und was können wir heute davon lernen. Das ist unser Titel. Fluxus kann die Welt nicht retten. Bitte eine Runde Applaus für Markus und Leo. Zwölf Fluxus-Ideen. Fünf Chance. Verspieltheit. Einfachheit. Unmittelbar. Zielgerichtetheit. Jetzt in der Zeit verhaftet. Future Fluxus. Zwölf Fluxus-Ideen. Globalität. Einheit von Leben und Kunst. Vier Bereitze zu experimentieren. Zufall. Verspieltheit. Einfachheit. Unmittelbar. Beispielhaft, speziell, in der Zeit verhaftet, musikalisch. Willkommen. Dieser Vortrag wird auf Englisch gehalten, aber es gibt eine Übersetzung, denn Englisch wird von mehr Menschen verstanden als Deutsch in einem semantischen System. Und eine der zwölf Ideen von Fluxus, die ihr gehört habt, ist Globalismus. Und deswegen bitte wählt immer die Sprache, die die meisten Leute verstehen. Und ihr wisst, das kann vielleicht eine Falle sein, aber wir sollten uns der Tatsache bewusst sein. Nun, vielen Dank, dass ihr heute da seid. Ich möchte eine kurze Vorstellung machen von dem, was wir hier präsentieren werden, eine Meta-Präsentation. Markus Zimmermann und ich haben die letzten 5 Jahre geforscht und wir müssen uns für die Zukunft in Fluxus entschuldigen, denn es war eigentlich für eine Ausstellung in Wien.
unsere Geschichte, die sehr interessant ist. Wir waren in einem sehr experimentellen Projekt mit der Wiener Stadtverwaltung, die uns zu neuen Arten damit umzugehen eingeladen hat. Und wenn es Widerstand gab, dann haben wir versucht, dem Widerstand zu uns zu widersetzen. Und das ist die Zukunft von Fluxus, die das möglich gemacht hat. Wie kam es dazu? Ja, ich habe am Kunstgeschichtlichen Akademie in Wien unterrichtet als Medienphilosoph. Und stellt euch vor, eine Mischung aus Architektur, Medien, einige Leute von der Philosophischen Fakultät. Es gibt Maler, Leute, die drucken, also alle akademischen Künste. Und ich habe versucht, sie einzuladen und zu verstehen, bevor es passiert, was in der Zukunft auf uns zukommen wird. Und ist es möglich, Kunst im Programmieren zu tun? Ist es möglich, Kunst mit innerhalb der Mathematik zu tun? Und über diese Dinge haben wir geredet. Wir haben auch darüber geredet, über verknüpfte Communities in den Künsten in den 60ern und 70ern. Und da gab es verschiedene Richtungen, zum Beispiel Kunst und Sprachen, und darauf werden wir zurückkommen. Und das Ziel, bevor wir uns mit Fluxus beschäftigen, und natürlich die Preisfrage, ist Fluxus überhaupt noch am Leben? Kann eine Kunstbewegung ohne Menschen am Leben sein? Nein, Kunst ist eine Art von Tradition. Wenn ihr euch nicht entscheidet, in einer Tradition zu sein, dann werdet ihr nicht in der Lage sein, es weiterzugeben. Es gibt einen französischen Medientheoretiker, der über etwas sehr Richtiges geredet hat und gesagt hat, eine Tradition weiterzugeben, zu übermitteln, ist sehr wichtig. Und das ist natürlich eine avantgardistische Tradition, eine schelmische Tradition. Und in einer Art, die 68er-Ideen, wo sind sie hin? Wir als Kultur sind derzeit etwas in der Patsche, wie Spielberg sagen würde. Wir haben ein wenig den anderen Talks zugehört, und ihr werdet wissen, dass man sehr kreativ sein muss, nicht nur individuell, sondern auch gemeinsam als Gruppe. Wir müssen kreativ sein, um uns klar zu werden, wie technische Prozesse stattfinden, aber auch wie Museen zum Beispiel zusammenarbeiten müssen, um die Privatheit zu erhalten. Das ist auch eine interessante Frage, denn wir zahlen sehr viele Steuern, nicht nur an die Geheimdienste, sondern auch an die künstlerischen Dienste. Und als ich unterrichtet habe, konnte ich sehen, dass es eine Bewegung gab, eine moderne Bewegung. Sie haben sich selbst Fluxus genannt. Und wenn jemand sagt, Fluxus ist dies, Fluxus ist das, wir werden einige Definitionen haben. Aber jemand anders sagt, das Besondere an Fluxus ist, dass es nicht definierbar ist. Also wenn man ein Wissenschaftler sein will, wenn man klare Konzepte haben will, man sagen kann 1, 2, 3, und das könnte aber einer der Gründe sein, warum es schwierig sein wird, die Geschichte von Fluxus zu schreiben, obwohl sie halt schon 50 Jahre alt ist, aber es ist nicht ganz unmöglich. Aber wenn man es versucht, über den Chaos Computer Club zu schreiben, zum Beispiel 95 bis 2000, ist nicht so einfach. Warum? Weil das eine sehr horizontale Fläche, Präsenz in der Zeit ist, eigentlich eine Mailinglist, ein Chatlog, und das Flame Wars, Ankündigungen, wir müssen alles lesen und das rekreieren, und dann zwischen 95, die würden ja noch leben, die Leute, die zwischen 95 und 2000, und dann würden wir mit dem Draft da stehen und würden sich das anschauen. Und es wäre trotzdem noch vor 20 Jahren, es wäre schon wieder Geschichte, trotzdem. Das wär, Markus und ich konnten das auch sehen. Es gibt noch immer Leute aus der Fluxusbewegung, die heute noch leben. Also wie wir begonnen haben, 2010 zu arbeiten, haben wir ein paar Freunde gefragt, kennt ihr noch Fluxus-Leute?
Und ja, wir haben ein paar gefunden, wir werden es euch zeigen. Dies ist aus dem Web natürlich. Manche die Fluxus-Leute sagen, wir haben das Web erfunden. Vielleicht haben sie teilweise doch ganz ein bisschen recht. Aber die Frage, haben sie den technischen Hintergrund? Nein, das ist klar, nicht. Wurde nicht erfunden. Was meinen Sie damit? Ich denke mir, dass sie die Methoden entwickelt haben, in verteilter Zusammenarbeit Dinge zu machen. Das ist schon ein ziemliches Feintuning, miteinander in einer großen Gruppe zu arbeiten. Das ist eine der großen Qualitäten von Fluxus. Und sie sind eben dadurch keine Gated Community. Wenn ihr mal hier seht, ist auch nicht interessant, dass ein normaler 1-2-3, mit dem alle versorgen, eines, nein, die Welt ist einhalb, nein, es gibt mehrere Welten, wir machen dialektisch, es gibt immer noch die dritte Option, die klassische Philosophen-Approach-Nummer. Hier, wir arbeiten mit, starten mit 1. Wichtigste Zeit für die Fluxus-Leute ist immer jetzt. Matsunas ist ein Impresario, nennend. Er ist kein Leader, er war auch nicht der Sentinel, aber er hat sich sehr um die Details gekümmert und er war immer recht sicher, wer Fluxus sein sollte und wer teilhaben sollte und wer nicht. Und wenn einer mit was Schreiben kam oder wenn die Institution mit zu viel Geld kam, würde er das ablehnen. Zum Beispiel, ich habe 100 Leute in New York, aber Nam June Paik ist jetzt nicht mehr drauf auf der Liste. Das ist eine eigentlich sehr wichtige Anekdote in der Fluxus-Geschichte, dass Nam June Paik auf das zum Sterbebett von gekommen ist und gesagt hat, ich verzeih dir, es ist schon wieder in Ordnung. Wir haben hier eine orale, also eine überlieferte Kultur, eine Überlieferungskultur, eine verbal überlieferte im Medium in der Zeit von Messageboards und Mailinglists und Chats. Oral, also in diesem verbal, Kulturen leben immer von Interviews und X kam mit Z und dann haben sie gestritten und dann ging das dort wieder weiter. Also so entstehen auch Mythen und Legenden. Und das ist auch gut für eine Community, denn die braucht das. Aber das kann natürlich auch, wenn es zu viel wird, kann es wieder schief zu viel werden. Also es muss so etwas wie eine Schwarmintelligenz geben, um diese verteilte Arbeitsweise irgendwie zu einem gewissen Grad zu führen, ohne dass es dabei zuvorkommt. Und es gibt keine Möglichkeit für den Einzelnen, das zu verhindern, dass Menschen in eine globale Kultur eingehen. Aber vielleicht wird es eine total überwachte Kultur werden. Das Bedrohende daran ist, dass irgendeiner, den ich nicht kenne, mehr über mich weiß, als meine besten Freunde über mich wissen. Das ist kein guter Anfang. Wir haben, wie wir um diesen Talk hier angesucht haben, wie wir eingereicht haben, wollten wir was vermitteln, auch über die tiefere Geschichte, was Fluxus für uns heute bedeutet. Das hat ja im Prinzip schon mal im Ersten Weltkrieg angefangen, eigentlich vorher schon. Also wenn man da betrachtet, war es eigentlich schon vorher. Jetzt könnte ich ja euch auffordern, bitte werdet ein Nicht-Künstler der Fluxus-Tradition. Kommt zu unserem Club, aber wir wissen nicht, wo der ist. Ja, das ist ein bisschen wie die Pirate Bay-Leute. Peanut Biron. Die Anwälte der MPAA in Amerika. Wir haben uns geschrieben, die erklaut unsere Filme. Und die Pirate Biron, die ja diese Sharing-Webseite gemacht hat.
They thought they would be like anarchist. Die hielten sich hielten das für eine anarchistische Arbeit, Armee mit Bewegung, und sahen sich als. Dabei waren das ein paar Studenten, ein paar Jungs, die wollten sich halt was runterladen. Aber sie hatten eine Idee, und sie hatten eine Idee zum Widerstand, und sie hatten die Pirate Bay dann online, weil es eben ein Distributed Work war. Also abgesehen davon, dann Pirate Bay ist immer noch reachable. Die technischen Erfinder waren dann im Gefängnis und weit weg. Und die kamen nicht mehr zurück nach Schweden. Also sie haben einen gewissen Preis gezahlt. Also die Fluxus, die Art Collectors. Also in den 80er Jahren bis auch heute noch in den 2000er Jahren war das Fluxus mitten Matunas und die neuen Richtungen in Fluxus. Also das ist ein Fluxus, der das gemacht hat hier. Und es geht darum, dass es eine große Gruppe von Leuten gibt, die immer noch zum Fluxus gezogen werden. Und es ist auch wichtig, dass ihr versteht, dass es inkrementierende Phasen gibt von diesem Fluxus, ohne dass es jemand merkt. Und das passiert vielen Communities, besonders hier am Chaos Computer Club. Und der Erfinder des Spreadsheets kam hier und arbeitete daran, was ein großes Gefühl ist, dass wir, wenn wir zusammenarbeiten und uns treffen in einer interessanten Art, was der Kongress sicher ist, und hat relativ strikte Regeln und entwickelt auch strikte Regeln, um so viele Leute auf einem kleinen Raum zu halten. Also es ist quasi ein Community of Social Design. Und das sind Leute, die sagen, wir wollen nahe zusammen sein, und das ist unsere Freiheit. Und die Werte, die man vertreten will, und jetzt gehen sie dahin und sagen, das ist unser unentdecktes Territorium und unentdeckte Welten. Und der Fluxus fokussiert sich auf Menschlichkeit und Welten und die Geschichte der Kunst und deren Erfolg. Und der Fluxus definiert sich selber als gefüttert zu werden von der restlichen Welt. Und eine der vielen Ideen, die Markus Zimmermann in diesem Trailer für das Donau-Festival gemacht hat. Kennt jemand das Donau-Festival? Super. Das ist eine Art Netzwerk-Performance-Festival. Und wir waren da neben Lawrence und James Blake. This guy. But we were there to. Aber wir waren da, um eine konzeptionelle Intervention zu machen. Es geht darum, Fluxus hat musikalische Werte für solche sozialen Situationen. Fluxus cannot save the world ist von einem Fluxisten. Das ist aus 2002. Und ich möchte, dass euch die Ohren ein bisschen klingen. Und in Italien in 2002 hat er das gemacht, dieses Fluxus cannot save the world. Und gab es Leute, die sagen, ja, aber Fluxus, es war er selber, der frustriert war, von all diesen Jahren von abstraktem Gerede und so. Aber ich meine, ihr könntet ihn ja fragen. Ben Woodier hat eine der kreativsten Webseiten auf der ganzen Welt. Weil wir haben ihn kennengelernt, und ein Freund von ihm machte die ganze Programmierung, und diese großen Firmen sind ein großer. Wir fangen im 19. Jahrhundert mal an. Wer kennt Brian Eno? Fangen wir mal so an. Who knows what Eric Satie,
would have to do with Brian Eno. Wer wüsste, was Eric Satie mit Brian Eno zu tun hätte? Naja, 2-3% von denen, die Eno kennen, wissen, wer Satie ist. Wer weiß, dass Brian Eno vor ein paar Wochen bei Julian Assange war? Auch nur die 3%. Brian Eno war ein Student, war ein Student von Roy Ascott, einer unserer großen Medienlehrer. Und Brian Eno ist bekannt für Ambient Music, das heißt Musik, die dir nichts sagen will. Es ist ein inneres Design. Weil so graue Musik aus dem Hintergrund lässt deine Feelings anderen fließen und du plötzlich kannst aus dir herauslassen Sachen, weil das drumherum nett gestaltet wird. Eric Satie war einer der ersten, Fresco Baldi waren vorher noch dran, aber die haben also noch auf der Orgel gemacht, aber lange Reihe von Leuten. Er hat modularisierte Töne gebaut. Da könnte man endlose Musikstücke machen, sind ewig fortsetzbar. Kann man modulieren so rum und im Kreis wieder. Das Mediakünstler lieben Satie, weil es ein Reverb ist, ein Delay, man kann alles schalten. Ja, sag mal, herumspielen damit, lass uns was tun damit. Wir haben 3 Gäste hier. Wir werden jetzt Schritt für Schritt von den 1910ern in die 1980er bewegen. Und dann lade ich Sie ein, mit mir in den Spalt zu fallen. Ich glaube, dass zwischen 78 bis 91, 1-2 Jahre auf oder ab, ja, Geschichte passiert ja nicht zu klaren Zeitpunkten, sondern schleifend. Aber es ist dann schon wichtig, ungefähr, das ist dann schon wieder wichtig, wo es passiert. Ja? Das ist ja immer auch die menschliche Geschichte, weil Leute immer wieder beeinflusst werden und dann 2 Jahre später sind sie konzeptuell schon wieder ganz woanders damit, haben das weiterentwickelt oder sie fürchten sich nicht mehr und trauen sich plötzlich aus sich herauszugehen, cool, und machen wir jetzt. Habt ihr schon mal nachgedacht, wenn Julian Assange zum Beispiel sich eines Tages entschlossen hat, das mache ich jetzt. Es gibt im Chaos Computer Club, die sich immer wieder denken, was ist da passiert in dem Jungen? Und ich möchte, dass ihr jetzt nachdenkt, wieso ist Brian Eno ihm besuchen gegangen? Brian Eno ist sehr empfindlich. Also ist sehr, sehr, sehr empfänglich für guten Social Design, inneren Design. Und einer der wichtigsten Leute, und die Außenseiter, wenn wir unsere eigene Gesellschaft bilden wollen, und ich würde mal sagen, 90% von der Scheiße, die um uns passiert, ist irrationell. Und das ist die Irrationalität der Interaktion von Institutionen, die uns hier in die Schwierigkeiten bringen. Satie wäre in Physical Courage. Wer von euch kennt Physical Courage? Ah, gut so. Er ist einer meiner der leeren 80, wie ich sie nenne. Das ist die Zeit, wo ich mich frage, was ist passiert mit den verteilten Kunstgruppen, die es früher gegeben hat. Also sind alle älter geworden, gesetzter. Also, so wie das halt so ist, ja. Wir haben auch jemanden aus den 90ern, wie das Fluxus wieder so eine Art Reboot auf HTML oder vielleicht BBS. Was also in den 70s noch als Mail Art gebootet wurde, könnte man in den, wenn man mit neuen verteilten Strukturen arbeiten kann, in den 90ern. Und
Don't dance for us. Here is the software to make your own note. Früher hätte man gesagt, tanz für uns, wir machen dir die Musik. Und heute sagen wir dir, hier sind die Elemente dazu, mach deine eigene Musik. Also je nachdem, in welcher Zeitebene du befindest dich, kreierst du selber deine eigenen. Okay, let's go on. Was wir hier sehen, ist während des Ersten Weltkriegs passiert. Leute, die anti-bourgeois eingestellt waren, waren sehr gegen den Krieg. Und einer von ihnen, es gab eine Gruppe von Leuten, parallel, analog zum Fluxus, zur Fluxus-Bewegung 50, 60, 70 Jahre später, ist, dass die Leute aus sehr unterschiedlichen Disziplinen kamen. Wenn man in der Oper ist, dann muss man wissen, wie Musik funktioniert, wie Singen funktioniert, wie Bühnenbau funktioniert. Es ist in sich selbst eine Metakunst. Und viele Leute kamen vom Theater, aber auch aus der Juristik. Und hier haben wir Hugo Ball. Und das ist wichtig, zu Beginn des Cabaret Voltaire hat er sich den magischen genannt und zwei Leute mussten ihn immer in den Raum tragen. Und er hat verkündet, was, eine neue Religion, schon wieder den Tod Gottes, die B-Serie des Tod, des Tod, von Gottes Tod. Er hat... This would be a bit more Dada. Er hat sich... sehr dadaistisch, dadaistische Laute von sich gegeben. War das ein Tier oder nein? Aber es war eben nichts, wofür nette bourgeoise Damen und Herren abends in Abendgarderobe ins Theater gegangen wären. Es war also eine Abgrenzung der bourgeoisen Kunst und es hieß Cabaret Voltaire. Falls euch das interessiert, geht zu Dada und Mostov. Aber denkt immer daran, es ist gut, verschiedene Perspektiven auf eine Sache zu haben. Und diese Menschen, diese Dada-Bewegung, Situationisten, Fluxus und so weiter, es ist gut, nicht nur über eine Person ins Labyrinth einzusteigen. Dann haben wir, das hier ist eine der ersten Dada-Veröffentlichungen, neben Hugo Ball eine der wichtigsten. Also diese Leute haben damals sehr viel erfunden. Sie fanden neue Wege, um Objekte zu kreieren und eine Maske zu kreieren, die dann letztendlich als Bild erschienen. Sie haben also gesagt, lasst uns eine Zeitung machen, die aber ein ganz anderes Layout hat. Und lasst nicht verkünden, dass das, was wir auf Papier veröffentlichen, wirklich Reden über die Welt ist. Lasst uns neue Augen und Ohren entwickeln und uns sehr konstruktivistisch, analytisch, minimalistisch verstehen, wie ein Kunstwerk kreiert wird. Das ist der Kongress der konstruktiven Dadaisten. Sie haben sich amüsiert, aber es war dann schon ziemlich heftig und dann war es dann auch wieder ernst gemeint. Also auf der Lustig-Skala zwischen Dadaist und Lexis und Fluxus. Fluxus ist wahrscheinlich das lustigste. Situation ist das Mittelfun. Viel hegelische Dialektik. Zwei Dialektiken miteinander streiten kann ja auch ganz lustig sein. This is, I just tell you, inside of the time and of the stress of this. Innerhalb, das muss man verstehen, in der Schweiz, während des Ersten Weltkrieges, die Schweiz ist neutral, aber
wenn man sich sieht, wenn man das, wie die bürgerliche Welt des 19. Jahrhunderts einfach zerfällt rundherum, das Ganze geht hier rund um dich in die Trümmer. Was passiert, wenn dieser wilde Nationalismus sich plötzlich sektenmäßig kriegerisch bekämpft? Das war eigentlich der Grund des Ersten Weltkriegs. Okay, zweites Mal und immer, wir waren es dabei, ja, die Deutschen, immer die Deutschen, ja. You didn't hear this. It's about, hast du nicht gehört? Ja, wir sind alle so glückliche Europäer. Wir lieben alle miteinander gemeinsam. Das ist Marcel Duchamp. Next, neben Eric Satie ist er einer der Inspiratoren, für wie er seine Kunstform verstanden. Ich würde sagen, große Sache. Der wieder wahre Künstler ist schon in den Untergrund gegangen. Vergleichen wir ihn deshalb mit Tintoretto oder Michelangelo? Oder mit Gustav Mahler? Gustav Mahler ist underground. So würden wir eine Diskussion an einer Kunstakademie beginnen, weil das ist ihre Geschichte, die wollen ja Künstler werden. In Fluxus versuche ich das für euch Interessierte darzustellen, aber ihr müsst das teilweise selber, da ist viel Do-it-yourself drinnen, ihr müsst das selber recherchieren. Wer kennt die Ready-Mades von Duchamp? Ready-Mades heißt, du nimmst das normale Äußere und stellst es in das unnormale Museum, wo eigentlich nur Masterpieces sind. Du tust diese serielle, industrielle Produktion, tust das in die White Cube und stellst damit alle Werte auf den Kopf. Der war ein Skandal zu seiner Zeit und der hat den Skandal bewusst provoziert. Und er konnte schon damals die Orgel der bürgerlichen Dummheit spielen, gerade was die bürgerliche Kunstkritik im 19. Jahrhundert in Paris betrifft. Da hat ein Urinoir hingehängt zum Beispiel, also dort, wo wir hineinpinkeln, wir Männer, ein Urinoir. Und das hat er ausgestellt in einem Museum, es war ein Skandal. Und dann war er, der gesagt hat, ach, Kunst langweilt mich. Ich schaue für Objekte, die mich eigentlich nicht faszinieren, aber ich suche eigentlich nicht Dinge, die mich langweilen. Aber ich suche Dinge, die mich nicht langweilen, aber dann doch so nicht besonders auffallen. In dieser Grauzone, immer, indem man die Geschmackseinstellungen rekalibriert, die Einstellungen zur Kunst kalibriert. Fluxus ist nicht about making rubbish. Also Fluxus ist nicht, dass man Blödsinn macht oder Mist. Aber es stellt im Duchamp'schen Sinn Differenzen genauso in Frage. Hier, dann nächste Slide. Nach dem Zweiten Weltkrieg einen rumänischen Dichter besucht, der einen Electric Club gegründet hat, der hat gesagt, du hast Gefühle, du möchtest sie so ausdrücken. Vielleicht einmal für dich, du möchtest Gedichte schreiben, vielleicht jemandem anderen. Was würdest du verwenden? Die deutsche Sprache? Das ist was Fremdes zu Gefühlen. Vielleicht sind deine Gefühle anders strukturiert, haben einen anderen Ton, eine andere Tät, eine andere Realität als irgendein Deutscher oder ein deutsches Wort. Da kommst du zum bestimmten zum Sektor der experimentellen Sprache, wo Künstler experimentelle Worte oder Sprachen entwickelt haben, Farbcodes, was auch immer. Das Wörterbuch reicht nicht, um Gefühle auszudrücken. Es ist ein ganz tiefer Ansatz, nicht nur für Künstler, aber vielleicht ist der Künstler in diesem Fall der Supernormale oder der Hypernormale oder der Normale Normale oder der Normale Normale Normale. Ich breche bewusst die Regel von deutscher Sprache und Syntax, damit unsere Ohren ein bisschen aufwachen. Wer kennt Umberto Maturana? Okay. Umberto Maturana ist ein chilenischer Biologe.
der Inspirator für die Institutionslehre von Niklas Luhmann war. Eine Institution ist dort, wo wir die Bedingungen koordinieren von Verhalten. Sprache ist Koordinieren von Bedingungen. Ihr wisst ein Taxi und du bist in die eine Richtung, es kommt von der anderen Seite und du pfeifst und der Taxi-Driver, der Droschkenfahrer versteht dich, sieht, dass er will aber in die andere Richtung und er wird mich bezahlen. Und das ist diese Koordination von Verhalten, die er gemeint hat. Wenn ich jetzt pfeife und ich dann weglaufe, ist der Droschkenfahrer, hat 4 Gründe, angefressen zu sein. Jetzt rufe ich die Droschke und sage, ich will von A nach B in 10 Minuten gehen. Und der sagt, ja, dann ist Sprache. Aber die Koordinierung funktioniert noch immer. Aber es ist Präsenz in der Zeit, aber eben über ein Medium. Die Agenda 2020, Paris, die Klimaziele, das ist alles Koordinierung von Aktionen, Bewegungen. Wie wollen wir... Wenn wir die Aktion von Ländern, Politikern sehen, dass das Realität wird, die wir sehen können. Der Taxifahrer fährt, ich gebe ihm Geld. Sie reden über Klimaschutzziele und es wird tatsächlich umgesetzt. Die erste Lüge von Sprache ist also, dass man etwas verspricht, das man auch einhält. Und wenn ich euch mit meinen Steuergeldern bezahle, dann das, was man nicht tun sollte, ist zu lügen. Habt ihr je Generäle gesehen, die gelogen haben? Zu unseren Parlamentariern in den letzten Jahren? Ohne dass der Gesetzestext sie zu einem anderen Ort gesendet hätte, wo Gewalt stattfindet? Hier kann man jetzt sehen, dass die Versprechen von Demokratie doppelt seriös, ernst genommen werden müssen. Denn das ist der Punkt. Meine Abstimmung von Verhalten mag von der NSA gesammelt werden, denn Metadaten sind auch nur Informationen über die Koordination von Verhalten. Wenn jemand anders mehr über mich weiß und nicht von meinen Parlamentariern kontrolliert wird, dann bin ich ganz neu in der Patsche, wie Spielberg sagen würde. Aber gut, zurück hierzu. Das ist John Cage. Er steckte viel Musikalität in die Fluxus-Bewegung. John Cage fand gegen Ende des Zweiten Weltkriegs heraus, dass er schwul war. Das hört man nicht so oft. Und hatte seinen Freund Cunningham. Und seine katholische Erziehung gab ihm eine schwere Last zu tragen, sehr viele Schuldgefühle. Und vielleicht einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, Waisaku Tsuzuki, hatte das Problem, dass Nagasaki und Hiroshima die Japaner belasteten, warum es ehrenvoll sei, von nun an weiterzuleben. Denn sie haben eine sehr starke ehrenbasierte Kultur in Japan. Aber Suzuki kam und das inspirierte Cage, eine erweiterte Idee von Musik zu haben, eine erweiterte Idee davon, was ein Komponist tun sollte. Das ist auch eine Medientheorie, eine neue Notationsart, nicht die 5 traditionellen Liniengebrachten, vielleicht gar nichts notieren. Und es geht darum, dass Fluxus sehr stark davon beeinflusst wurde, von Leuten, die Kompositionsschüler von John Cage in den späten 50er waren. Und John Cage dachte also sehr immateriell, aber trotzdem bekommt man keine Musik ohne Physik. Keine Musik ohne Physik. Wir haben noch 20 Minuten. Hier sieht man Dujon.
er war ein Meister im Nichts an sich ranlassen. Hier sieht man, er schaut auf das Schachspiel, er beachtet die Frau nicht. Ein sehr wichtiges Bild. Weiter. Und natürlich, was wir hier sehen, ist Alfred Jarry, auch im 19. Jahrhundert. Das ist der verrückte Diktator. Die Leute waren also so frustriert von der Enge der Gesellschaft, dass sie sich Platz verschafften mit absurden, fetten, stupiden, verfressenen Diktatoren, der alles um sich herum ins Chaos stürzte. Und das ist der Namensgeber des Uber Web. Wer kennt Uber Web? Also denkt einfach an Ubu, und Ubu Web, das ist das wichtigste Archiv über alle Kunst, über die ich gerade rede. Dadaisten, Situationisten, Fluxus, und nicht alle Künstler sind verpflichtet, Teil der Bewegung zu sein, aber man kann nicht sagen, dass sie nicht existiert. Künstler sind also sehr trickreich. Aber das Ubu-Web ist wichtig für Forschung in den Artakademien. Also, jetzt Kunst und Sprache ist ein anderes Ding, über das ich euch zeigen wollte. Diese englischen Maler, die mehr in die Theorie gingen, sich Gedanken machen, was für eine Gesellschaft ist das denn jetzt und wie wir machen. Und ich möchte gerne diese Landschaftsmalerei von diesem Typen zu Hause haben. Und hier dieses Gemälde ist unsichtbar quasi, der Inhalt ist unsichtbar. Und hier bei dieser NSA-Ausstellung von diesem Künstler, auch die Yoko Ono war wichtig für das frühe Fluxus, für die Fluxus-Leute. Und jetzt möchte ich langsam, hier, Sie sind ja ein Computer, ein 8800, und das ist schon in 1975. Warum spreche ich über das? Es ist nicht der Personal, ist nicht der PC, ist nicht, ist, wir können uns das, konnten uns das nicht leisten. Heute haben wir für wenig Geld eine extrem starke Maschine. Also jeder kann das haben. Jetzt habe ich den ersten Gast, Father Loon. Kannst du kurz raufkommen? Weil ich muss ein paar Sachen überspringen, aber die Slides werden nachher online sein. Kannst du mir sagen, wer kennt Padelun schon? I know me best. Ich kenne mich selber am besten. Also Padelun und andere Latangens sind alte Freunde von mir. Es ist eine zusammengewürfelte Gruppe von Leuten, die Sachen gemacht haben, wie das hier zum Beispiel. Wir wollten ein Stein, ein Granit von Stonehenge nach Bangkok transportieren. Warum? Ja, weil jemand in Bangkok eingeladen wurde zu einem Performance-Kunst-Festival. Aber dieses... also kennst du die Leute von Menos Delta T? Ja, natürlich. Ich habe 400 Anteile zu verkaufen. Fragt mich doch mal. Gute Frage. Hier seht ihr den geteilten Teil, Space. Ein österreichischer. Nein, es ist kein. Es ist ein Bubipol, der König. Padelun, du bist schon Teil von diesem. Schon seit langem, lange Zeit bist du für die digitale Freiheit am Kämpfen. In den 80ern. Hast du nie Punk auf der Bühne gesagt? Ja. Aber in der Punkbewegung
Da gab es ein paar dicke, alte, fette Männer, die haben über Fluxus geredet, die waren so Hinterpunk, aber es war dir eigentlich scheißegal. Aha. Und dann hast du das ganze Fluxus-Ding eigentlich wieder neu auf die Beine gestellt. Wir haben die Möglichkeiten von Kunst verwendet, um absolut frei zu sein, und haben alles nochmal angemacht und haben komische Sachen gemacht, lustige Sachen. Wir wollten nie auf einer Bühne stehen und nein. Also solche Sachen haben wir gemacht, ne? Aber das ist lustig. Entschuldigung, wollte ich Ihnen nicht. Also vielleicht willst du die Zukunft etwas anders anschauen. Und einmal kommt ein Moment, wo du dich fragst, was mache ich jetzt mit dem Rest, was mit dem Rest der Gesellschaft, wie binden wir das ein? Die Familie, die Leute, die nicht zur Zeit haben, sich dann damit Kunst auseinandersetzen können. Wie können wir Kunst verwenden, um den Alltag zu bringen? Wir finden, dass das Wichtigste mit Kunst ist Kommunikation. Ihr seht den Kommunikationskongress, er ist mein Wort hier. Der Communication Congress hier, wow, ist mein Wort, ja. Es ist ein englisches Wort, nicht ein deutsches Wort. Es ist ganz wichtig, dass man Leute zusammenbringt. Und ihr seht in der Hacker-Szene Leute, die sich persönlich überhaupt nicht kennen, nicht mögen, aber die kommen hier zusammen. Die würden normalerweise auf die andere Straßenseite gehen, wenn sie mich sehen. Aber du musst eben rausfinden, wo du zusammenkommst. Und ich kann mich erinnern an die ganz frühen Tage mit der Chaos Communications Congress im Bürgerhaus war in Hamburg. Und wo wir drauf kamen, da gibt es Leute, die mag ich vielleicht nicht, aber da mit denen kann ich reden und plötzlich kann ich lernen, sie zu mögen. Und da kann man Kunst als Struktur nehmen, wie man Leute in Kunst zusammenbringen kann. Dann haben wir die Musik von Eric Satie genommen und seine Ideen, Pattern Music zu machen. Das Wort Rahmenbau gehört hier hinein. Ja, also Innendesign des Frameworks deiner Gefühle. Wir haben Events gemacht mit 14 Stunden, ein Minutenstück 14 Stunden lang durchgespielt. In einem Zimmer, wo du einfach sitzen kannst, was lesen. Du musst nicht zuhören. Es ist einfach Ambient-Musik. Kannst dich in den Kontext bringen mit anderen Leuten in einer peaceful Atmosphäre. Auch in diesem Kongress hier hat eine Idee der Atmosphäre. Valholland war einer der Initiatoren, und den Chef Vanieri. Die haben das, einer Hippie, einer Tough Guy, der ein bisschen die Welt aufmischen wollte, ja, schön sprechen. Ja, er hat schon die Power zu der ganzen, ja, er hat immer herumkommandiert, du mach das jetzt hier und so. Und wow, war immer der Sanfte. Wir brauchen keine Security, wir haben Angels. Es ist einfach eine Grundhaltung. Und wenn du zu den Leuten von den Caterern sprichst, sagen die, es ist ursuper, auf eurem Kongress zu arbeiten, weil sie ganz anders sind von allen anderen Kongressen. Das ist ein wunderschönes Ding zu sehen, wie Kunst uns hilft, besser miteinander auszukommen. Ich habe ein paar Prospekte bei meiner Arbeit hier. Wenn ihr rausgeht, nehmt doch bitte was mit. Ein paar Flyer, da seht ihr, was aus Kunst gemacht werden kann. Vielen Dank und ja. And now, und jetzt können wir hoffentlich noch ein Projekt anfangen mit diesem weniger leeren Raum in 78. Matsunas starb, aber selbst wenn jemand anders aus dem Fluxus Movement ist tot und diese Collection, da haben wir jetzt eine große Sammlung von Kunststücken aus diesem Fluxus Movement. Und gewisse Leute behaupten, dass etwas tot ist, um davon zu profitieren.
Und das ist speziell gemein bei Fluxus, was nicht wirklich aus der Kunstrichtung kommt. Und wir haben die 80er Jahre. Und ich habe gehört, dass Wau Holland von einem Fluxus-Mitglied gefragt wurde, den ersten Computer mitzubringen zu seiner Akademie, Düsseldorfer Akademie. Und ich möchte Leute, die irgendwie Augenzeugen sind, dazu bewegen, dies zu verifizieren. Und dann in den 90er Jahren, das ist, wenn die Jüngeren unter euch vielleicht hier reinkommen, wurde das HTML erfunden. Wolfgang Stehle. In grundsätzlich 1991 hat Wolfgang Stehle in New York BDS, er war ein Künstler, hat mit Video und Modem herumgespielt. Also damals ist man zu einem Dial-up-Modem online gegangen. Mit seinem Terminal-Interface. Und was dann passiert? Und dann kamen Freunde aus Europa rüber und haben das BBS in New York gesehen. Und dann haben wir Knoten abgesetzt in ungefähr 15, einer in London, einer in Rom, einer in Wien, einer in Köln. Und dann haben sie Daten über Künstler hin und her geschoben, so immer über Nacht. War eigentlich, haben sie so ein Netzwerk online, so eine praktisch virtuelle Community aufgesetzt mit einem Hauptoffice in New York. Und da hat man sehr viel versucht, Kunst ein bisschen zu pushen über die Institutionen hinaus. Und da gab es also, da gab es den Unabhängigen, die haben sich Bullshit genannt. Du bist autonom, du hilfst dir in selbstorganisierten Systemen, selbststrukturellen Strukturen. Und am Ende des Tages musst du dich immer über dich selbst lustig machen. Das ist der wichtigste Teil. Das war unser erstes Office. Ich bin nur 98 dazugekommen, als Sysadmin dazugekommen. 95, einer der ältesten Websites, old.thing.net. Dann wurde der Communicator geschaffen, Bulletin Board System. Also die ganzen BBS-Strukturen wurden dann schon eingebaut. Damals hat uns das ziemlich den Kopf weggeblasen. Wir hatten an die 8000 Leute in dem System mit Webstreaming über Video und so auf 32 Kilobit. Also die Qualität war super. Dann gab es Threads über Projekte, Office Space, Audio Streaming. Wir hatten ein Livestreaming mit Phonebus Support, Video Broadcasting von. Dann immer Helpdiscs, haben wir auch zum Verkauf ein bisschen Hilfe. 1997 ist es ein ISP geworden. Wir haben richtig, wirklich witzige gemerkt. Yes, man? If you wanted to say, is there a Fluxus tradition in it? Of course you can ask them, but of course. Gibt es da eine Fluxus-Tradition drin? Könnt ihr euch jetzt fragen? Also diese Arbeit wäre in Fluxus quasi ein Scherz. Das sind Scherzkekse, die Firmen quasi dazu bringen wollen, gewisse Sachen zu glauben, die nicht stimmen. The Yes Men save the world. That's their prank, maybe. Fluxus cannot save the world, so go to the Yes Men. Also das war das Projekt, das jetzt. Jetzt haben wir das Topic mit dem Entity, der Baseline Ambulance, der Gap.org Website. Also wir sind dreimal in der New York Times mit elektronischen Störungen. Die werden also man kann sowas nicht mehr machen, denn als Service-Attack, keiner hat mehr. Wir haben Toy War gemacht, es war wahnsinnig komisch. Dann 2002 hat man uns, glaube ich, ein bisschen den Saft abgedreht. Das Site ist noch da. Wir sind noch immer ein ISP mit dem dezentralisierten Werk. Wir verteilen noch immer ein bisschen Kunst. Wir werden immer noch gefragt, wie wir in den frühen 90ern damals die Sachen gemacht haben.
Also wie realisiert das zu heute? Wir werden wahrscheinlich ein Small Boutique ISP werden, wo wir Sachen hosten, die andere ja mit einer Hardcore-technischen Seite. Jack Barrett, der den Backend bedient. Eine von diesen kleinen Nischen auf der. Bist du ein Künstler? Ich würde mich keinen Künstler nennen, nein. Thank you very much. Gut, vielen Dank. So. Also. Walter Palmenshofer. Walter Palmenshofer. We are ending now early. Wir werden jetzt ein bisschen früher aufhören. Haben wir noch 2 Minuten vielleicht? No. Wir haben keine Zeit mehr. Wir sollten jetzt aufhören. Gewisse von den Videos, die wir euch zeigen wollten, wir können sie online stellen, wir werden sie online stellen. Wir sind hier, um mehr mit euch zu sprechen. Wir sind daran interessiert, mit euch zu reden. Ich bin nicht sicher, ob das normal ist oder nicht für diesen Chaos Computer Kongress. Aber wir hoffen, dass, also es ist Konstant Bullard, wir wollten euch ein paar konzeptionelle Kunstwerke zeigen von Leuten, die ähnliche konzeptionelle Ansichten haben. Das hier ist Presence in Time von diesem Konstant Bullard. Die Implikation ist, dass er sich an diese DVD-Ästhetik erinnern will aus der einer vergangenen Zeit quasi, dass die Einfachheit von diesem Werk, er macht einfach, was er macht und er kann es sehr schnell machen. In einer Minute ist er bereit und es geht um Globalismus. Viele Leute verstehen das Konzept DVD und jetzt, wo es quasi eigentlich fertig ist, möchte ich euch bedanken, möchte mich bedanken für eure Zuhören und ja, vielen Dank. Ihr habt die Übersetzung des Vortrages Fluxus Cannot Save the World gehört. Aus der Übersetzerkabine verabschieden sich Hella Bade, Daniels und ich.